mein zweiter Jagdpanzer, unser letztes Geschenk für heute für mich. Bei ihm lässt sich die Kanone drehen, die Klappen gehen auf. Hier die Klappen gehen auf. Nee. Oder auch nicht. Das hier ist die L71 hier drin verbaut. Und die ist auch im Königstiger. Hier hinten lässt sich die Klappe öffnen und schließen. Hier lässt sich die Klappe auch öffnen und schließen, wie ich eben schon gesagt habe. Kanone geht. Bei dem hier lässt sich der Turm nicht gehen. Aber es ist ja auch ein Geschütz, ein Sturmgeschütz. Es ist ein Jagdpanzer. Das Maschinengewehr lässt sich hier auch bewegen. Auch beim anderen geht auch alles, was hier auch geht. Das zeige ich jetzt auch mal. Hier geht die Klappe auf. Den hatte ich ja schon vorgestellt, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. Bewegt sich hier auch. Es unterscheidet sich hauptsächlich, dass der hier eine andere Unterlackierung hat und die Kettenschürzen. Der hier hat nichts von beiden. Ein sehr schönes Modell ist das hier. In Opel Blitz war auch sehr teuer. Bei ihm geht hinten die Klappe auf. Er zieht eine Pack 40. Geht die da, Piet? Oder muss er die da dran haben? Piet. Es ist ein richtig tolles Modell. Man kann sogar den Motorraum richtig aufklappen und die Türen gehen auch auf. Und die Türen auf. So richtig schön gemacht. Hinten können noch Leute rein. Oder irgendwelche Sachen. Wahrscheinlich die Bedienungsmannschaft von der Pack. Und wahrscheinlich auch noch die Munition. Jetzt kommen wir zum... Und hier ist noch ein Opel Blitz. Den holt mein Papa jetzt raus. Abgesehen davon gibt es noch einen T-34 und einen M18 Hellcat. Also ein richtig tolles Modell, muss ich sagen. Mit Abstand. Besser als der hier. Vom Aussehen her. Aber irgendwie finde ich den hier besser. Also richtig toll gemacht. Das hier ist ein Hellcat. Es ist ein Panzerjäger. Sehr schnell. Er fährt 80. Aber hat sehr wenig Panzerung, stimmt's? Also, jeder Schuss vom Panzer 4 würde durchgehen. Okay, mit Abstand. Oh. Mit Abstand geht jeder Schuss vom Panzer 4 durch. Die ganzen amerikanischen Panzerjäger hatten oben kein Dach, um Gewicht zu sparen, dass sie schneller werden, schätze ich mal. Aber ein richtig tolles Modell. Dieses Maschinengewehr, dieses 50er, ist richtig schön gemacht. Da sieht man richtig den Übergang und wie die Patronen da reingehen. Das ist bei den anderen nicht gemacht. War richtig schön. Zwei T-34 vom gleichen Regiment. Bei der T-34, das will ich nochmal zeigen. Die Klappe da oben geht nicht auf. Dafür geht hier vorne diese Klappe auf. Okay, lässt sich nicht drehen. Der Turm lässt sich dafür aber drehen. Die Kanone geht hoch und runter, also ein richtig tolles Modell. Es wurden 30.000 T-34 gebaut im Zweiten Weltkrieg. Und wir haben davon zwei.
Also nichts im Vergleich haben wir.